Verehrte Damen und Herren, darf ich Sie aufmuntern, wieder Platz zu nehmen, damit wir zum nächsten Referat miterleben können? Meine Damen und Herren, unser nächster Referent kommt aus dem nordöstlichen Saarland, also aus der Region Saarbrücken. Aloysius Pongratz von Freisen-Grögelborn. Ja, das ist ungefähr so wie bei uns in der Schweiz, vielleicht beim Hinternrüscheck-Grabe, Hirschhorn, so wunderschöne Namen, wohlklingende Namen. Aber dort gibt es ein Gesundheitszentrum, das er mit einem Ärzteteam, mit einem Therapeutenteam und mit seiner Frau Doris zusammenführt. Das Hauptthema sind Probleme von Kindern, Jugendlichen und natürlich in der Zusammenarbeit mit Eltern. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Aloysius Pongratz. Ich begrüße Sie recht herzlich hier beim Ortenparlament. Ich freue mich und sage Dank den Organisatoren, dass es diese Veranstaltung gibt. Ich bin Heilpraktiker und Lerntherapeut und studiere und praktiziere seit Jahren Ganzheitsmedizin. Vor allem bezogen, mein Herz liegt, hängt an den Kindern. Das heißt, ich befasse mich seit 10 Jahren mit der Entwicklung vom Fötus bis zum Jugendlichen, zum Erwachsenen. Wie funktioniert der Mensch? Und natürlich auch, wie funktioniert unser Gehirn? Also Gehirnentwicklung ist ein großes Thema, was mich bewegt. Und aus der Sicht, ich habe in den letzten 10 Jahren viele medizinische Richtungen mir angeeignet, angefangen von der chinesischen Medizin bis hin zur tibetanischen Medizin, viele verschiedene psychotherapeutische Verfahrensweisen wie IP, also die Individualpsychologie nach Adler, oder das KB, das katatyme Bilderleben, wo es über Bilder malen, die Sprache der Seele zu entschlüsseln gilt, oder auch Bioenergetik. Und so habe ich mich Stück für Stück dahin gearbeitet, um zur spirituellen Medizin zu kommen. Was heißt spirituelle Medizin? Die spirituelle Medizin hat das Anliegen, den Mensch wieder zur Einheit zu führen, Körper, Seele, Geist zusammenzubringen oder auf einer anderen Ebene betrachtet, den Willen mit der Seele und mit dem Herz wieder in Einklang zu bringen. Anders gesagt, wieder angebunden zu sein an das Göttliche, an das Geistige. Und so aus dieser Quelle zu schöpfen, um dann seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Wahrheit und so zu einem glücklichen und zufriedenen Leben zu kommen. Was ich seit Jahren erlebe oder was sich jetzt steigert, ist fast ähnlich wie mit der Finanzwelt, was wir vorhin gehört haben, ist, dass die Not der Kinder immer größer wird. Obwohl sie alles haben, also reich sein könnten, sind sie ganz, ganz arm. Und sie leiden Mangel. Und vor allem Mangel an Liebe, Nähe, Geborgenheit und Wärme. Das heißt, die Kinder sind dann, wenn sie zu mir in die Praxis kommen oder zu einem Kinderkurs, die sind dankbar für jedes Lächeln, für jedes liebe Wort, weil das ist irgendwie, das sind sie nicht gewohnt, sage ich jetzt mal. Warum auch immer. Leider ist es so. Ich kann es auch anders ausdrücken. Was fehlt Ihnen? Den Kindern fehlt Menschlichkeit. Einfach menschlich sein. Das heißt, was macht das Thema Menschlichkeit oder Natürlichkeit aus? Es sind genau zwei Dinge, was jeder Mensch, was jedes Kind braucht. Das sind die Themen Bindung und das Thema Wachstum. Warum ausgerechnet diese zwei Dinge? Es ist ganz einfach oder auch spirituell, weil spirituell ist relativ einfach, wenn man das im ganzen Zusammenhang sieht. Wenn ein Kind gezeugt wird, dann ein Fötus ist, ein Embryo ist, erlebt es genau zwei Sachen jeden Tag. A, dass es Bindung hat, dass es mit der Nabelschnur, mit der Mutter verbunden ist und dass es in der Gebärmutter im Mutterbauch ist. Also fühlt sich wohl, es hat Bindung. Und das Zweite ist, was erlebt es noch jeden Tag, dass es wächst, dass es jeden Tag bestimmte Zellteilungen gibt und so sich entwickelt. Und das heißt natürlich, wenn das Kind geboren wird, hat es genau einen Wunsch, dass es genau diese Bindung und dieses Wachstum auch dann stattfinden kann, wenn es auf dieser Welt ankommt.
Es ist natürlich ein großer Prozess, der Geburtsprozess, der dem Kind ganz, ganz viel Angst macht. Und das Kind braucht dann anschließend Menschen, die ihm das Gefühl geben, diese Angst der Trennung aus der Mutter, die Trennung aus dem Geistig-Göttlichen, das zu überwinden. Und das kann es nur erleben, wenn es dann Menschen gibt, wie Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte, die dem Kind durch Zuneigung, durch Wärme, durch Liebe, durch Geborgenheit dieses Gefühl vermitteln, du schaffst es, du kannst diese Trennung, diese Angst überwinden. Und das Nächste, was sich im Laufe des Lebens entwickeln wird und kann, ist durch diese äußere Bindung zu den Eltern, zu Menschen, entsteht irgendwann im Kind das Gefühl, ich kann mir selber vertrauen, ich habe in mir den Halt. Und so hat es das die Möglichkeit, alle Ängste, alle Hindernisse, alle Probleme im Leben, im Laufe seines Lebens zu überwinden. An der Stelle, meine Damen und Herren, das Thema Angst. Angst verschließt das Herz. Angst blockiert Liebe. Je mehr Angst im Raum ist, desto weniger ist das Kind bereit und hat das Kind die Möglichkeit, sein Herz zu öffnen. Sein Herz zu öffnen für die Welt, für Tiere, für menschliche Begegnungen, um so Liebe fließen zu lassen. Unsere Kinder, die jetzt in den letzten Jahren geboren sind, zu uns gekommen sind, die haben eins im Sinn, sie wollen Liebe verschenken und Liebe erhalten. Und das Problem ist, dass die ganz schwer enttäuscht sind von unserer Welt. Weil so wie das vorhin auch, was das Thema Finanzen betrifft, das steht bei uns im Mittelpunkt, es geht um Geld, schneller, besser, weiter, schöner und alles andere, ich sag mal, das normale, natürlich menschliche bleibt auf der Strecke. Und das ist genau das, was unsere Kinder nicht wollen. Für uns Eltern, ich möchte an ein Krankheitsbild festmachen. Eins der größten Krankheitsbilder bei Kindern ist mittlerweile das Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder Syndrom. Und die deutsche Sprache ist ja eine wunderbare Sprache, weil das sagt alles, wenn man hinhört. Was fehlt dem Kind? Das Kind fehlt natürlich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Das heißt, wenn ein Kind sich so äußert, ob er hyperaktiv ist oder abwesend ist, fehlt ihm einfach die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die höchste Form von Liebe. Wir können jemand anders Liebe schenken, indem wir ihm bewusst bei ihm sind. Ihn zuhören ganz mit unserem Ganzsein. Das heißt nicht, dass wenn eine Mama den ganzen Tag bei den Kindern ist, dass es dann satt ist, das Kind, sondern die Kinder wollen, dass wir körperlich, seelisch und auch geistig anwesend sind. Das heißt, wenn ich nebenbei dann telefoniere, eine Zeitung lese oder mit meinen Gedanken beim Termin bei gestern war oder was koche ich heute Abend, dann bin ich nicht geistig anwesend. Und das fühlen unsere Kinder und dementsprechend rebellieren die natürlich, weil die ganz klar sagen, ich komme zu kurz. Und die spirituelle Medizin hat den Ansatz, dass Liebe fließt. Weil Liebe ist der Nährboden für alles Gute, so kann alles wachsen und natürlich auch das Kind. So wie die Eltern-Kind-Beziehung die Basis für alles ist und natürlich auch für das Wachstum des Kindes. Weil wenn diese Bindung stimmt, kann das Kind sich entwickeln. Sie kann sich körperlich entwickeln, indem es Körperkontakt mit den Eltern hat, indem es gestillt wird von der Mutter. Auf der seelischen Ebene dadurch, dass ein Gefühlsaustausch da ist, dass das Kind fühlt, die Mama liebt mich, der Papa liebt mich und das Kind lernt dadurch und später entwickelt sich daraus auch das Sozialverhalten des Kindes. Und auf geistiger Ebene will natürlich das Kind angebunden sein, eingebunden sein, seinen Platz in der Familie haben und darüber ist es ja nichts anderes wie auf der anderen Ebene, immer noch angebunden sein an das geistig-göttliche. Und im Geistigen, auf der geistigen Ebene, spielt sich natürlich auch noch unsere mentale Entwicklungsfähigkeit ab, also unsere Gehirnentwicklung. Und die ist auch nur möglich, wenn Bindung da ist. Und wenn wir jetzt mal gucken, bei den Naturvölkern, die tragen ihre Kinder ganz lange am Bauch oder am Rücken gebunden durch die Gegend.
Und man hat festgestellt, je länger die freiwillig getragen werden, desto schneller entwickeln die Kinder den eigenen Willen, selbstständig unterwegs zu sein. Das heißt, wir in der zivilisierten westlichen Welt wollen, dass unsere Kinder ganz, ganz schnell unabhängig werden. Und dabei passiert genau das Gegenteil. Je mehr die Eltern das Kind absetzen, sagen, pass auf, du kannst jetzt alleine gehen, aber getragen werden will, desto mehr entwickelt es natürlich den Drang, pass auf, die Mama will das nicht, also kriege ich es genau da an dem Punkt und ich will das dann immer mehr, weil ich genau weiß, die Mama ist genervt und es ist wie bei der Tankstelle, das Kind geht dann hin und geht es mir gut, die Mama geht es zwar weniger gut und so Machtkämpfe, die da entstehen zwischen Eltern und Kinder, ist ganz klar, die Eltern verlieren es immer und die Kinder gewinnen. Und jetzt ist die Frage natürlich für uns Eltern oder Großeltern, Therapeuten oder Nachbarn von Kindern, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben es freiwillig und dann läuft es in der positive Schiene oder wir lassen es und das Kind wird sich einfordern. Das geht dann irgendwann später so weit, dass das Kind dann sich von der Polizei nach Hause bringen lässt, nur darum, damit es Aufmerksamkeit kriegt. Und wie gesagt, es kommt an uns Eltern, geht das Thema ja nicht vorbei, weil das Kind ist da und es entwickelt sich. Und so oder so hat das Problem des Kindes nicht nur mit dem Kind zu tun, sondern immer mit der ganzen Familie. Und wenn ein Kind krank ist, krankt das ganze Familiensystem. Es ist zwar ganz schwer, weil meistens die Eltern gerne die Kinder zu mir bringen und sagen, okay, mach's gesund, mach's gut, dass die Schule läuft und so weiter. Bloß die schwierigste Aufgabe für mich ist dann, den Eltern klarzumachen, pass auf, es ist nicht nur das Kind ist der Symptomträger. Das Problem ist in der ganzen Familie. Und wenn das verstanden wird und ich dann diese Eltern erreichen kann, dann passiert der Quantensprung. Dann ist Heilung eine Sache von Wochen. Weil wenn die Eltern verstanden haben, was sie ändern können in der Familie, im Umgang mit den Kindern, kommt es sofort bei den Kindern an und das Verhalten verändert sich sofort schlagartig. Zu dem Getrenntsein habe ich schon gesagt gehabt, das Problem ist, dass wir ja schon beginnen, das Kind wird geboren und dann wird das Kind sofort im Krankenhaus in ein separates Säuglingszimmer gelegt. Wir tragen es nicht mehr am Körper, es gibt einen Maxikose-Kinderwagen und das steigert sich dann mit dem eigenen Kinderzimmer weit entfernt von der Nestwärme der Eltern. Dann kommt es früh in den Kinderhort, dann kommt es früh in den Kindergarten, Ganztagsschule und wenn man dann das sieht, es ist keine Bindung mehr da und dann wundern sich die Eltern, dass die irgendwann keinen Einfluss mehr auf ihre Kinder haben, weil es ja so ist, dass wenn wir Eltern nicht der Mittelpunkt unserer Kinder sind, dann orientieren sich die Kinder um. Sie orientieren sich an Gleichaltrigen. Ob die dann 3, 4, 5, 6, 7 Jahre sind, spielt keine Rolle. Fakt ist bloß, diese 3, 4, 5-Jährigen wissen auch nicht, wie Leben funktioniert. Wir Eltern sollten das wissen und das unseren Kindern vorleben und auch weitergeben. Und wenn das nicht stattfindet, orientieren sie sich an Gleichaltrigen. Und das heißt, das Kind, das gut sein will, uns es recht machen will als Eltern, hört irgendwann damit auf. Und die Werte, die wir vorleben, interessiert das Kind auch nicht mehr, sondern übernimmt die Werte von seinem 4-jährigen Kumpel aus dem Kindergarten, der dann bestimmte Marke an Schuhe hat, Kleidung trägt oder sonst irgendwas. Und damit sind die Eltern aus dem Rennen. Und Erziehung ist dann nicht mehr möglich. Es gibt dann nur noch Stress, Streit, Ärger und Frust und das war's dann. Und mit harmonischem Familienklima hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Umgekehrt, wenn die Situation so ist, gibt es nur eins, ich bin dafür verantwortlich, als Mama, Papa oder Sie, von mir aus auch als Großeltern, wieder eine Bindung aufzubauen. Das heißt, ich muss mich wieder in den Mittelpunkt rücken und sollte nicht abgenervt sein, dass mein Kind mit mir irgendwas machen will, wenn sie es überhaupt noch will, weil wenn es oft genug verletzt worden ist, kommt es dann irgendwann und sagt, pass auf, Mama, Papa, bleib mir vom Acker, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und dann dauert es natürlich eine Zeit, diese Distanz, diese Barrikade wieder abzubauen. Das heißt als Eltern, dass man eine gewisse Zeit auch durchstehen muss, wo ein das Kind ablehnt. Bloß wenn das Kind merkt, dass es die Eltern ernsthaft Interesse an mir haben, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben, ist das Kind froh, wieder eine Bindung zu Eltern zu haben. Und das ist natürlich die beste Grundlage, um
um sich gut weiterzuentwickeln in allen möglichen Bereichen. Die Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und aus dem Grund sollten wir Erwachsenen, egal in welcher Beziehung wir zu Kindern stehen, Tag für Tag unser Bestes geben, um den Kindern ein Vorbild zu sein, um den Kindern ja, eine bestmöglichste heile Welt ja, zu präsentieren, damit sie sich bestmöglichst entwickeln können. Weil nur so kann aus meinen Augen nachhaltiger Wohlstand entstehen, wenn wir den Kindern das rübergeben, diese Werte vermitteln, was die brauchen, weil irgendwann, wir können bald zum alten Eisen, sage ich mal, aber die Kinder sind die, dieses Menschsein weitertragen. Und eins ist klar, wenn wir die jetzt hängen lassen oder im Stich lassen, passiert Folgendes. Diese Kinder werden sich auf gar keinen Fall irgendwann erinnern, wenn wir alt und pflegebedürftig sind, zu sagen, okay, ich komme auf die Idee und hole meinen Papa und meine Mama zu mir und pflege die mal. Die würden sagen, bleib wo du bist, geh ins Altenheim und tu, was du willst. Pfleg deine Demenz, aber bleib mir vom Acker. Du kannst mich noch beerben vielleicht oder so, aber dann ist auch schon Schluss. Und das ist dann die Folge dieser, ja, das ist unsere Menschlichkeit.